Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder ein Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtorten-Katapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich, indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuel-Locks abhängen können. Und damit willkommen zu Deponia Doomsday. Ich dachte, das so als kleines Winter-Let's Play spielen wir mal ein bisschen. Gehen einfach mal in die Richtung und schauen mal. Wer Spiel nicht kennt, schaut euch ein Tutorial oder sowas dazu an. So, wir schauen mal, ob wir den Türknopf in irgendeiner Weise drücken können. Oder hier unten ist noch was zum... Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm. Ja. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. So, und die sammeln wir mal auf. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken mal, ob bei der Edward Snowman noch irgendwas zu sehen ist. Was ist das hier? Komm, gehen wir erstmal zur Leiter. Wie kommen wir denn ins Inventar? Inventar, so, Feuerzeug machen wir auf Spraydose. Fetzig. Dann kommt nämlich ein improvisierter Flammenwerfer raus. Können wir reingehen? Nee, aber wir können... Ja... Das juckt mich gar nicht, was du malen wolltest. Hau mal drauf da, komm. Vereist und Feuer. Dann kriegen wir den Werkzeugkasten auf. Und was ist da drin? Ein Schneidbrenner. So. Mit diesem Schneidbrenner können wir doch eventuell zurück zum Springturm. Und da mal gucken, dass wir die Tür aufbekommen. So, komm, versuch mal mit dem Riegel. Was ist denn dieses Zeichen mal da unten? Was soll denn das? Komm, versuch mal. Mach mal. Oh, ich muss wieder Dings. So, Schneidbrenner, Riegel. Sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. So, machen jetzt erstmal nur das da. Wie geht denn das?
So ein Rotz. Offen. Fast wünschte ich mir es, aber nun war der Weg frei. So. Oh, da sind ein paar Fischer hinter mir. Ja. Gut. Mal könnten wir hier nicht mal mit unserem improvisierten Schneidbrenner. So, ich spamme und spamme die Maustaste. Ja, ich drück doch schon. Meine Güte. Ach, so soll ich das. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Stange und rein. Ah. Jetzt weiß ich aber, was ich machen soll, okay. Na, dann schauen wir uns den roten Knopf doch mal an. Das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na, warte. Hätte ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. So. So, und runter geht's. Deponia Doomsday. Vernebeltes Miststück, kommst zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl, wenn...